Ihr findet 500 Dukaten. Oh, ho, ho. Wir sind reich. Gott, sind wir gut. Sehr schön. Dann müssten wir jetzt alles soweit durchhaben. Ja. Sieht gut aus. Raus hier. Haben wir noch irgendwo... War das der Durchgang? Nee, hier ging es nicht weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier weitergeht. Dahinter ist noch schwarz. Vielleicht von der anderen Seite. Hier ging es nicht weiter. Wo war denn der Durchgang jetzt zu dem anderen? Auf der anderen Seite, ne? Da rechts. Einmal rüber. Sind wir richtig? Jo. So, komm. Sag mir, dass es hier weitergeht. Ha. In diese Richtung geht es nicht weiter. Hier waren wir noch nicht, ne? Okay, gut zu wissen. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Ach so, ah, ja. Blöd gemacht, aber wir können da ja nicht lang. Hier geht's nicht weiter. Ja, auch nicht. Ja, nee, jetzt haben wir wirklich alles komplett durch. Sehr schön. Da hinten war ein Teleporter, deswegen kamen wir da nicht durch. Raus hier. Nichts wie raus. Ah, wo war denn hier der Durchgang? Nach oben. Stimmt, das war so ein Zickzacklauf. So. Genau. Und dann rechts rum. War das hier? Nee, wahrscheinlich die andere Seite. Auch nicht. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Da auch nicht. Hier? Ja. Gut, und dann einmal rundherum. Fiedelbumm. Und irgendwo da durch. Wo auch immer. Furchtbar mit diesen Gassen. Ah. Da rein. Sehr schön. Jetzt müssten wir in der allerersten Etage sein. Haben wir noch irgendwas Schönes? Nein, sieht nicht demnach aus. Ah, das eine Feld. Komm. Das erkunden wir noch. So, haben wir getan. Jetzt können wir nach Hause. Oh, das war ein harter Dungeon. Zurück in die Berge, yo. Ihr verlasst die vertrackten Gänge dieser Ruine und setzt euren Weg nach Rybern fort. Oh, das ging aber schnell jetzt. Der Weg war eigentlich noch weiter. Aber egal, wir haben es geschafft, wir sind in Rybern. Ach nee, einmal kurz erholen. Vor allem beten. Ja, Sinder, wer weilt unter den Lebenden? Oh, das ging aber schnell. Ich habe noch nicht mal irgendwas eingezahlt. Travia. Ah, Travia. Ja gut, okay. Bei der hatte ich ja schon ein bisschen Geld gelassen. Umso schöner, dass es sofort ging. Und dann können wir uns eine Taverne suchen und endlich schlafen. Ausschlafen, Leute. Ausschlafen. Und ganz viel verkaufen und noch mehr Geld bekommen. Und ach, ich weiß auch nicht. Ich bin gerade überglücklich. Entschuldigung, ich wollte dich nicht mitten in der Nacht stören. Ich bin bloß so euphorisch im Moment hier unterwegs. Da ist eine Taverne. Vielleicht auch eine Herberge. Tag. Erstmal was essen, das haben wir uns verdient. Wir werden schlafen, werden wir. 3 Tage werden wir durchschlafen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen was verkauft kriegen. Das einzige Problem beim Verkaufen ist, dass ich die normalen Preise nicht kenne. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Mutelixier verkaufe und er bietet es mir für 12 oder er bietet mir 12 Dukaten, denke ich so, oh ja, ist in Ordnung. Noch ein bisschen falschen und dann ist gut und in Wirklichkeit ist es 50 Dukaten wert. Das weiß ich nicht. Da habe ich wirklich keine Übersicht, da habe ich keine Ahnung. Komm. Nein, da wollte ich nicht rein, aber schön, dass wir es gemacht haben. Aber du kommst hier hin und du gehst wieder an deinen angestammten Platz. Und dann ist alles wieder gut. Dann haben wir die 3 Magieklassen wieder rechts. Und ich hoffe, wir haben hier noch irgendwo einen Händler.
Ich meine, hier sieht's nicht irgendwie nach Handel aus. Nein, definitiv nicht. Andere Seite vielleicht. Andere Seite des Flusses vielleicht. Nein, wir wollen nicht einbrechen. Nö, einen Schmied haben wir da. Aber da können wir das Schwert auch einfach so ausgewechselt lassen. Die haben keine besonderen Stats, außer sie sind verzaubert und das sind sie nicht. Auch nicht das ursprüngliche Schwert von Ava, also lassen wir alles so, wie es ist. Und bewegen uns weiter. In die nächste Stadt. Wir gucken mal ganz kurz, ob die Schuhe noch in Ordnung sind. Diese sind Stiefel. Nein. Dies ist ein Kettenhemd. Ach. Dies ist ein Schwert. Dies ist ein Schwert. Ich würde gerne wissen, ob es zerbrochen ist. Ah, das ist das zerbrochene Schwert. Gut zu wissen, können wir dann hoch demnächst verkaufen. Wo wollen wir hin? Wir wollen nach Süden. Wollen wir das? Ich guck mal ganz kurz auf die Karte. Beziehungsweise auf meine Notizen, wo wir als nächstes hin wollen. Hier in Reborn können wir auf jeden Fall ausnutzen, dass wir hier sind, denn wir wollten ja noch nach Ottajee. Und soweit ich weiß, ist Ottajee hier in der Nähe gewesen. Wir gucken mal rein. Auf die Karte Ottajee. Warnheim. Das Pota. Ottajee. Na, wunderbar. Das Pota. Wollen wir von hier aus nach das Pota und dann nach Ottajee? Ich denke schon. Komm. Auf dem schmalen Pfad kommt euch eine Gestalt entgegengetorkelt. Ihr wollt schon dem Betrunkenen freie Bahn geben, als ihr feststellt, dass es sich um eine Frau handelt, die nicht etwa berauscht, sondern schwer verwundet ist. Sie blutet aus mehreren Schwertwunden. Noch bevor ihr etwas unternehmen könnt, hat sie Jacinda an der Schulter gepackt und stammelt ihr ins Ohr. 10 Meilen hinter Rybon, der Raspota-Schatz, Estorik, das Schwein, alles voller Fallen. Ah! Bluthusten bricht die Frau zusammen und stirbt. Eine Durchsuchung der Leiche bringt keine weiteren Informationen zutage. Wollt ihr die Tote den Aaskrähen überlassen oder die Abenteurerin beerdigen? Definitiv beerdigen, aber jetzt muss ich mal kurz aufschreiben. 10 Meilen hinter Rybon, der das Pota-Schatz. 10 Meilen hinter Rybon. Das Pota-Schatz. Hört sich schon mal gut an. Estorik. Schwein. Fallen. Wird schon irgendwie einen Zusammenhang ergeben. Spätestens dann, wenn wir das alles kennenlernen und von den Fallen getötet werden. Und jetzt beerdigen wir sie. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Ja, das glaube ich gut und gerne. Deswegen dürfen die Guten auch erst einmal schlafen. Nix hier mit irgendwelchen Kräuter suchen. Die haben uns die ganzen Plätze weggenommen. Weiterreisen. Aber von Haben hat soeben eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Gut. Ihr kennt das Prozedere, ich will euch das hier wirklich ersparen. Ich mache jetzt noch Ava von Haben mit euch zusammen, einfach nur, um den Part noch aufzufüllen. Und danach schneide ich den Rest raus und zeige euch im Endeffekt irgendwas Besonderes, ob da was passiert ist. Okay, also Fingerfertigkeit. Gewandtheit ist eigentlich auch ziemlich wichtig. Ich weiß jetzt nicht mehr, wofür das steht, aber ich glaube auch im Kampf auszuweichen und sowas alles, machen wir einfach mal hoch. Negativ soll runter die Totenangst. Definitiv ist leider misslungen, schon das zweite Mal. Aber wenigstens hat sie jetzt minus 4. Die Lebensenergie steigt um 3 Punkte. Dann wollen wir mal Kampf erhöhen. Und zwar Schwerter. Leider misslungen, das war klar. Leider misslungen. Hurra, geschafft. Sehr schön. Paradewert, ganz wichtig. Kampf. Dann die... Zweihänder wollte ich noch erhöhen. Ach komm, einmal wird doch wohl klappen hier. Nix. Körper. Klettern hoch. Körperbeherrschung hoch. Schleichen hoch.
Wer weiß, wo wir noch überall langschleichen müssen. Selbstbeherrschung hoch. Tanzen, verstecken. Oh, verstecken, komm. Körper. Schwimmen. Ich weiß nicht, ob Schwimmen noch wichtig wird, aber nicht, dass wir von einem Boot geschubst werden, so wie im dritten Teil, als wir dann mit mal dort von dem Boot springen mussten. Das wäre doof. Wissen, ganz wichtig, die Kriegskunst. Ja. Sehr schön. Geschichte, Alchemie, Kriegskunst, weiter. Intuition. Auf jeden Fall Gefahrensinn ein bisschen höher machen und die Sinnesschärfe. Würde mir gefallen, wenn das so bleibt. Können wir es noch einmal? Nein. Und wie sieht's aus bei Sinnesschärfe? Auch nicht. Gut. Handwerk. Brauchst du nichts. Natur brauchst du normalerweise auch nichts. Obwohl, Wildnisleben nehmen wir nochmal mit. Immer nehmen, was man kriegen kann. Die Kriegskunst können wir auch noch weiter steigern. Sehr schön. Körper. Dann wollen wir noch weiter. Körperbeherrschung. Leider misslungen. Körperbeherrschung. Hurra, geschafft. Und Selbstbeherrschung. Ja, ach Mensch, das läuft doch. Komm, dann machst du jetzt noch einmal schleichen und dann haben wir's. Durin hat ebenfalls eine neue Stufe erreicht. Mensch, was ist denn los? Wo haben sie denn jetzt die EP her? Hätten wir das nicht schon in dem ollen Magierturm machen können? Muss das erst jetzt passieren? Wahrscheinlich, weil wir die Frau beerdigt haben. Deswegen haben wir AP bekommen. Mut. Gewandtheit. Ich gebe ihm mal Gewandtheit mit dazu, warum auch immer. Totenangst soll runter. Ist auch misslungen. Lebensenergie um 1, das soll ja jetzt ein Witz sein. Kampf. Auf jeden Fall Hiebwaffen hoch. Auch in der Parade. Hiebwaffen, keine Steigerung mehr möglich. Gut, dann Äxte. Geschafft. Und da die Attacke. Ach, nee doch. So, Körper. Klettern. Körperbeherrschung. Leider misslungen. Bleh. Körperbeherrschung. Hurra, geschafft. Körper klettern. Jo, das ist unser Klettermeister jetzt hier. Körperbeherrschung nochmal. Dann schleichen. Sollte auch er können. Verstecken sollte er können als jemand, der in der Erde lebt. Hurra, geschafft. Und es gibt auch Selbstbeherrschung noch mit dazu. Außerdem Wissen in der Kriegskunst. Intuition, Gefahrensinn, Intuition, Sinnesschärfe. Leider misslungen, machen wir gleich nochmal. Oh, bitte. Ah, ein Glück. Dann Gesellschaft, Falschen. Was brauchst du noch? Bekehren sollst du niemanden, du sollst nicht lügen, können sie meinetwegen ein bisschen betören. Ansonsten Natur. Wildnisleben, Fährten suchen, Fesseln. Fesseln. Wildnisleben, sehr schön. Und komm, noch einmal Selbstbeherrschung. Hurra, geschafft, sehr schön. Und Melina hat die nächste Stufe erreicht. Was machen wir bei ihr? Also ihr könnt schon mal in den nächsten Part schalten, ne? Ja. Körperkraft. Sie braucht einfach die Körperkraft. Wir werden demnächst die ganzen Kräuter mal umdisponieren auf Rassia. Die soll nicht so viel tragen. Totenangst soll endlich mal bei jemandem runter. Na endlich. Es stehen 5 Punkte zur Verteilung. Machen wir 3 Lebenspunkte, 2 Astralenergie. Noch sind 20 Steigerungsversuche zu vergeben. Ah, Kampf. Schusswaffen. Ganz wichtig bei ihr. Kampf. Stichwaffen. Kampf, Stichwaffen. Oh, bitte lass es gelingen. Ah, sehr schön. Im Paradewert. Dann Körper. Tanzen, sie ist eine Elfe. Tanzen will ich gar nicht steigern, aber ist auch noch misslungen. So was Doofes, ey, ehrlich. Körper. Klettern. Körper schleichen. Körper reiten wird nachher wichtig im zweiten Teil.
Vielleicht werde ich unsere Leute sogar übernehmen können. Das wäre ja super. Selbstbeherrschung, Körper. Verstecken. Leider misslungen. Gleich nochmal. Verstecken. So, wichtig ist eben auch Handwerk. Gift heilen. Ganz wichtig. Handwerk, Krankheiten heilen. Leider misslungen. Den Rest müssen wir später machen. Denn das geht jetzt vor. Handwerk, Krankheiten heilen. Hurra, geschafft. Sehr schön. Handwerk, Wunden heilen. Hurra, geschafft. Natur. Pflanzenkunde, leider misslungen, das war klar. Ist ja auch schon ziemlich hoch. Und bei Gesellschaft brauchst du nichts. Aber du kriegst noch den Gefahrensinn nach oben. Magie. Auf jeden Fall Kampf Fulmen. Kampf Fulmen. Wunderbar. Werde ich jetzt nicht weiter steigern. Heilung, Balsam. Heilung, Ruhekörper. Oh, meinetwegen auch Tiere heilen, auch wenn uns das nicht viel bringt, aber vielleicht haben wir irgendwann einen verletzten Wolf oder sowas. Illusion. Chamäleoni. Nö. Hellsicht. Exposami. Na komm, Chamäleoni, so. Hellsicht. Hodem Arcanum. Hellsicht. Adlerauge. Hellsicht. Was ist sensibar? Machen wir einfach mal. Damit sie es zaubern kann. Flimflam mache ich jetzt bei ihr nicht mehr. Verwandlung brauchten wir soweit nichts außer Visibili. Verwandlung. Ja. Armatrutz machen wir jetzt auch nochmal. Dann Verständigung brauchen wir nichts. Beherrschung. Ban Baladin. Ja. Definitiv. Machen wir gleich zweimal. Beherrschung, Band und Fesseln. Somnic Gravis. Sehr gut. Antimagie, Beherrschung. Kannst die Beherrschung, die du zauberst, auch gleich wieder lösen. Ah, geht nicht mehr. Elemente. Brauchen wir nicht. Bewegung. Acceleratus. Spurlos, lautlos. Sehr schön. Ob wir das nochmal steigern können? Ja, können wir. Kaldrin hat eine neue Stufe erreicht. Eine Probe auf Exempel. Oh Gott. Gewandtheit, Intuition, Körperkraft. Ich möchte gerne bei ihm Gewandtheit steigern. Gut, also den Rest kennt ihr ja. Ich freue mich, dass ihr euch das noch mit angeguckt habt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn das alles hier fertig ist. Bis nachher.